Die USS Texas wurde vor dem Ersten Weltkrieg gebaut und war die schlagkräftigste Waffe der Welt. Im Zweiten Weltkrieg hatte sie ihre besten Jahre schon hinter sich und wurde als überholt angesehen. Doch als der Krieg die Küsten Afrikas erreicht, donnerten ihre Kanonen erneut. Was ist das für ein Schiff, das reaktiviert wurde, um an blutigen Invasionen teilzunehmen? Und was waren das für Menschen, die sich Kamikaze-Piloten entgegenstellten und später ihr Schiff vor dem Schrottplatz bewahrten? Die Besatzung eines Schiffes, das zum Sieg in den zwei Weltkriegen beigetragen hat. Die USS Texas. Es ist 5.30 Uhr. Das Schlachtschiff USS Texas liegt 11 Kilometer vor der Küste der Normandie. Ihre gewaltigen 35,5 cm Geschütze beschießen ununterbrochen die deutschen Artilleriestellungen, welche die Landung der Alliierten verhindern sollen. Unter Deck lädt die Besatzung die Geschütze immer wieder nach. Es blieb überhaupt keine Zeit, sich mit den anderen Männern zu unterhalten. Wir haben einfach alle nur unsere Arbeit erledigt. Man konnte nichts mehr hören. Der Lärm war unbeschreiblich. Während das Schlachtschiff Texas weiter seine bunkerbrechenden, fast 600 Kilogramm schweren Geschosse abfeuert, bewegen sich hunderte Landungsboote auf die Küste zu. Viele von ihnen werden schon jetzt versenkt. Dabei kommen tausende Soldaten ums Leben. Ausrüstung und Panzer landen auf dem Grund des Ärmelkanals. Die USS Texas und andere Schlachtschiffe der Alliierten nähern sich der Küste. Die Anzahl der feindlichen Ziele vergrößert sich und die Wirkungskraft der Kanonen nimmt weiter zu. Immer neue Wellen von Soldaten erreichen den Abschnitt Omaha Beach und arbeiten sich unter dem Feuerschutz der USS Texas voran. Die moderne US Navy entsteht im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Präsident Theodore Roosevelt glaubt, dass eine große Nation eine große Kriegsmarine braucht. Roosevelt und der Kongress stellen finanzielle Mittel zur Verfügung, um den Bau von 16 neuen Schlachtschiffen zu gewährleisten. Abgesehen von vergoldeten Beschlägen werden sie komplett weiß gestrichen. Man nennt sie die Große Weiße Flotte. Theodore Roosevelt sorgte dafür, dass jedes Jahr 2 bis 4 neue Schlachtschiffe gebaut wurden. Die US-Kriegsmarine sollte Weltklasse erreichen und nicht nur zur Verteidigung der Küste dienen, wie im Spanisch-Amerikanischen Krieg. 1910 werden finanzielle Mittel für 2 neue Schlachtschiffe genehmigt, die USS New York und die USS Texas. Sie sollen die mächtigsten Kriegsschiffe der Welt werden. Der Bau der USS Texas beginnt 1911 in der Werft der Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company. Nach 3 Jahren ist der Bau beendet. Um 12.30 Uhr am 12. März 1914 nimmt die Texas offiziell ihren Dienst auf. Sie repräsentiert den Gipfel des Schlachtschiffbaus. Sie ist über 174 Meter lang und 28 Meter breit. An ihrem höchsten Punkt ragt sie 42 Meter hoch in den Himmel.
Ihre Wasserverdrängung beträgt 27.000 Tonnen. Ihre Höchstgeschwindigkeit liegt bei 21 Knoten. Sie ist außerdem stark gepanzert. Entlang der Wasserlinie bis zu 30 cm dick. Der erste befehlshabende Offizier der USS Texas ist Kapitän Albert Grant. Seine Besatzung besteht aus 954 Offizieren, Matrosen und Marineinfanteristen. Zur Bewaffnung zählen 21 Schnellfeuerkanonen, 4 126mm Geschosse und 4 53cm Torpedorohre. Doch die wichtigste Aufgabe der Besatzung dreht sich um die Bedienung der eindrucksvollsten Geschütze der USS Texas. Ihre doppelläufigen 35,5 cm Geschütze haben eine solche Feuerkraft, dass sie über 600 Kilogramm schwere Geschosse an die 20 Kilometer weit schießen können. Eine ernste Bedrohung für alles und jeden entlang den Küsten. Die Marine konnte also nun Geschosse bis zu 20 Kilometer landeinwärts schießen. Diese Geschosse hinterließen 3 Meter tiefe Löcher von der Größe eines Basketballfeldes. Als die Texas 1914 in Dienst gestellt wurde, waren ihre 35,5 cm Geschütze die größten Kanonen weltweit. Sie war die gefährlichste Waffe der Welt. Doch ihre unangefochtene Überlegenheit ist von kurzer Dauer. Nur ein Jahr später beginnt die britische Marine mit dem Bau von Kriegsschiffen, die größer und schneller sind und die 38 cm Geschütze tragen. Auch wenn die USS Texas nun nicht mehr das mächtigste Schlachtschiff ist, so bleibt sie doch eine beeindruckende Waffe. Und sie sollte ihr Können bald unter Beweis stellen. Am 21. April 1914 kommt es zu Kampfhandlungen in der mexikanischen Hafenstadt Veracruz. 22 amerikanische Seeleute und Marineinfanteristen sterben. Um die amerikanischen Interessen zu wahren und als Zeichen des Protestes, entsendet der Präsident daraufhin die USS Texas als Teil einer Seeblockade nach Veracruz. Sobald ein Geschwader Schlachtschiffe mit 35,5 cm Geschützen auftaucht, hören fremde Regierungen plötzlich zu. Das ist Kanonenbootdiplomatie. Die USS Texas liegt etwa 2 Monate vor Veracruz. Sie feuert keinen einzigen Schuss ab. Als sich die Spannungen legen, kehrt das amerikanische Big Stick Schlachtschiff zurück nach Hause. Im August 1914 bricht in Europa der Erste Weltkrieg aus. In der Nordsee errichtet die britische Grand Fleet eine Seeblockade vor den deutschen Häfen. Größe und Kraft der Flotte erweisen sich als eine effektive Abschreckung. Doch am 31. Mai 1916 beginnt die deutsche Kriegsmarine mit dem Gegenschlag. Während der 2 Tage dauernden Skagerrak-Schlacht fügen die deutschen Schiffe den Briten großen Schaden zu. Doch lässt sich darüber streiten, wer als Sieger aus der Schlacht hervorging. Die deutsche Marine zieht sich in ihre Häfen zurück und konzentriert sich auf die Verstärkung der U-Boot-Flotte. Auf der anderen Seite des Atlantiks kann die Besatzung der USS Texas nur darüber spekulieren, wie sie sich in einer der größten Seeschlachten aller Zeiten geschlagen hätte. Im Januar 1917 entschlüsseln britische Agenten ein deutsches Telegramm, das an Mexiko adressiert ist. Die deutsche Regierung schlägt darin ein Bündnis gegen die Vereinigten Staaten vor. Neben der andauernden Aggression der deutschen Marine gegen zivile Handelsschiffe und der Versenkung der britischen Lusitania ist dies Anlass genug, um in den Krieg einzutreten. April 6, 1917. The United States declared war on Germany. The world must be made safe. Präsident Woodrow Wilson entsendet einen Verband amerikanischer Schlachtschiffe nach Übersee, um die britische Grand Fleet zu unterstützen. Unter dem Kommando von Kapitän Victor Blue erhält die Texas nun Gelegenheit, ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Musik
Am 16. Februar fährt die Texas in einem Geleitzug, als plötzlich eines der Schiffe aus der Linie ausbricht. Die Besatzung feuert einen Schuss in Richtung eines vermeintlichen U-Boot-Periskops, das etwa 900 Meter entfernt ist. Das Periskop verschwindet. Die Geschützbesatzung hat somit den ersten Schuss der USS Texas auf einen Feind abgefeuert. Am 17. April lichtet die Texas wieder den Anker und läuft in einem Geleitzug Richtung Norwegen aus. Während der Fahrt sichten Matrosen ein U-Boot-Periskop genau in dem Moment, als ein Torpedo zwischen zwei der amerikanischen Kriegsschiffe hindurchschießt. Ihre Geschütze feuern. Zerstörer eilen zum Schauplatz und werfen Wasserbomben ab. Das U-Boot verschwindet mit ungewissem Schicksal. Der Erste Weltkrieg endet mit der Unterzeichnung eines Waffenstillstandabkommens am 11. November 1918. Die Seeleute der Grand Fleet feiern, während Leuchtraketen den Himmel erhellen. Am 20. November fahren britische und amerikanische Schiffe in die Nordsee. Um 8.25 Uhr passiert die deutsche Hochseeflotte die alliierten Reihen, um ihre Kapitulation offiziell zu akzeptieren. Nach Kriegsende kehrt die Texas zurück in den Hafen von New York, wo eine Feier stattfindet, wie sie die Stadt noch nicht gesehen hat. Doch am Horizont zeichnet sich ein Krieg ab, der für die USS Texas weitaus gefährlicher sein wird. Ihr einschüchternder Anblick wird nicht mehr ausreichen, um sie vor blutigen Kämpfen zu bewahren. Ihre Feinde werden jedoch bald entdecken, wie tödlich sie sein kann. In den Monaten nach dem Ersten Weltkrieg wird die USS Texas für bahnbrechende Experimente ausgewählt. Während sie in Guantanamo Bay auf Kuba stationiert ist, wird eine große Plattform über Geschützturm Nummer 2 errichtet. Dann wird eine britische Sopwith F1 an Bord gebracht. Am 9. März 1919 rollt das Flugzeug unter dem Kommando von Kapitänleutnant Edward McDonnell von der Plattform und fliegt. Das Experiment ist ein voller Erfolg. Die Texas geht in die Geschichte ein, als erstes amerikanisches Schiff, von dem aus ein Flugzeug gestartet ist. In der Folgezeit des Ersten Weltkriegs findet ein Flottenrüstungswettlauf zwischen den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan statt. In besorgniserregender Geschwindigkeit. Schlachtschiffe sind sehr teuer. Viele meinten, dass das Geld für andere Dinge verwendet werden sollte. Also berief Präsident Harding die Washington Naval Conference ein. Die größten Seemächte der Welt nahmen teil und unterzeichneten ein Abkommen, das den Bau von Kriegsschiffen für 10 Jahre aussetzen sollte. Es wurden keine neuen Schiffe gebaut. Also wurde die Texas zusammen mit vielen ihrer Schwesterschiffe nicht verschrottet, sondern modernisiert. Die Texas wird enorm aufgerüstet. Die Kohlekessel werden durch neue Dampfkessel ersetzt, die mit Erdöl befeuert werden. Dadurch kann sie kraftstoffsparender fahren und größere Entfernungen zurücklegen. Sie erhält seitlich angebrachte Antitorpedoschutzvorrichtungen, wodurch die Detonation feindlicher Torpedos gedämpft wird. Man verstärkt die Panzerung des zweiten und dritten Decks, um gegen Beschuss von oben besser gewappnet zu sein. Die Texas läuft 1927 aus dem Trockendock aus. Der Oberbefehlshaber der Marine macht sie zum Flaggschiff der gesamten Flotte. Sein Name? Admiral Henry Wiley.
Er absolviert die Marineakademie von Annapolis im Jahr 1888. Admiral Wiley zeichnet die USS Texas am 8. November 1927 in San Pedro, Kalifornien, offiziell als sein Flaggschiff aus. Doch mit der Zeit sieht man in ihr nur noch ein alterndes Schlachtross. ...1932 läuft das Washingtoner Abkommen aus. Die Vereinigten Staaten bauen neuere und schnellere Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Diese werden zu den wichtigsten Kriegsschiffen. So wird die USS Texas schließlich 1937 der Übungsflotte der Marine überstellt. Zu dieser Zeit war sie einfach veraltet. Sie konnte beispielsweise nicht mit den Flugzeugträgern mithalten. Und sie war langsamer als die neuen Schlachtschiffe. Die Texas scheint zu alt und zu langsam für den Krieg. Und in Zeiten wirtschaftlicher Depression auch zu teuer. Ihre Tage sind gezählt. Sie ist reif für den Schrottplatz. Doch 1939 wendet sich das Blatt. Von 1939 bis 1941 unterstützten die Vereinigten Staaten zunehmend die Alliierten, also Großbritannien und Frankreich. Und sie eskortierten Handelsschiffskonvois aus den USA und Kanada nach England. Aufgrund ihres Alters und ihrer Positionierung auf dem Atlantik kam ihr in den ersten Kriegsjahren die Aufgabe zu, Konvois zu schützen. Eine sehr gefährliche Aufgabe. Am 20. Juni 1941, 6 Monate vor dem Angriff auf Pearl Harbor und Amerikas Kriegseintritt, verfolgt ein deutsches U-Boot den Konvoi, genauer gesagt die USS Texas. Man beobachtet mehrere Stunden lang die Amerikaner, die nichts von der Gefahr ahnen, die unter ihnen lauert. Die U-Boot-Besatzung sendet einen Funkspruch an ihre Kommandeure in Deutschland. Sie hat die USS Texas in Sicht und erbittet Erlaubnis zu feuern. Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eskortiert die USS Texas zusammen mit weiteren Kriegsschiffen Konvois über den Atlantik. Einige der Schiffe werden versenkt, darunter der Zerstörer Reuben James, auf der 115 Seeleute den Tod finden. Die Erklärung von deutscher Seite fällt knapp aus. Wer nachts die Bahngleise überquert, darf sich nicht wundern, wenn er von einem Schnellzug überrollt wird. Die USS Texas ist solch einem Angriff nur wenige Monate zuvor knapp entkommen. Im Juni 1941 wurde sie von einem deutschen U-Boot verfolgt. Der U-Boot-Kommandant hatte sie schon anvisiert. Doch das Oberkommando in Deutschland erteilte keine Feuererlaubnis. Die Deutschen wollten Amerika nicht früher als nötig in den Krieg hineinziehen. Ob die mit Stahl gepanzerte USS Texas den Angriff eines deutschen U-Bootes überstanden hätte, kann niemand beantworten. Ihr bleibt vorerst jedes Unglück erspart. Sie liegt in Portland, Maine, vor Anker, als der Angriff auf Pearl Harbor die Amerikaner in den Krieg hineinzieht.
Die Besatzung der USS Texas verbringt die nächsten Monate in Alarmbereitschaft und eskortiert Geleitzüge. Im Oktober 1942 ist es dann soweit. Unter dem Kommando von Kapitän Roy Pfeff ist sie Teil einer Invasionsflotte, die nach Nordafrika aufbricht. Es soll ihr erster richtiger Kampfeinsatz werden. Die ersten amerikanischen Truppen gehen um 5.30 Uhr an Land. Doch erst am frühen Nachmittag kommt der Befehl, ein feindliches Munitionslager zu zerstören. Die Texas schießt 59 Granaten ab und zerstört ihr erstes Ziel. Es folgen weitere Befehle und sie greift wieder an. Artilleriestellungen, Gebäude und Straßenkreuzungen werden zerstört. Die Geschütze der Texas helfen auch bei der Abwehr feindlicher Gegenangriffe auf amerikanische Truppen. Die Operation vor der Küste Nordafrikas war für die Texas sehr interessant. Amerika wurde bis dahin von den Alliierten eher als ein Vorratsdepot angesehen und nicht als eine Streitmacht. Die Besatzung der Texas zeigte, wozu sie imstande war. Das jahrelange Training und die technischen Neuerungen machten sich bezahlt. Die Invasion 1942 wurde ein Erfolg. Nach der Einstellung der Kampfhandlungen besuchen einige Soldaten und Offiziere der Army die USS Texas. Plötzlich läuft einer der Offiziere zu Geschützturm Nummer 3, klettert die Leiter empor und küsst das riesige Geschützrohr. Einige Besatzungsmitglieder fragten ihn, was er denn da mache. Er sagte, dieses Schiff habe ihm das Leben gerettet. Seine Einheit wurde von feindlichen Panzern angegriffen und die 35,5 cm Geschosse der USS Texas zerstörten viele davon und zwangen die restlichen in die Flucht. Die USS Texas hat bewiesen, dass sie nicht zu alt oder überholt ist. Trotzdem eskortiert sie in den nächsten 16 Monaten wieder nur Handelsschiffe über den Atlantik. Dieser Geleitschutz scheint keine aufregende Aufgabe gewesen zu sein. Die neuen, schnelleren Schlachtschiffe, wie die der Iowa-Klasse, die 40,6 cm Geschütze an Bord hatten, fuhren in den Pazifik. Sie eskortierten Flugzeugträger, da sie mit ihnen mithalten konnten. Es war also eine ironische Wendung des Schicksals, dass gerade dieses alte Schiff beim gewaltigsten Angriff in der Geschichte der amphibischen Kriegsführung Schützenhilfe leistete. Am Morgen des 31. Mai 1944, 6 Tage vor dem D-Day, gibt Kapitän Baker Befehl zur Isolierung der USS Texas. Keine Landkontakte mehr. Dann teilt er seinen Männern mit, dass der große Moment, auf den sie alle gewartet haben, bald kommen werde. Das Schiff muss auf die Kampfhandlungen vorbereitet werden. Kapitän Baker warnt seine Männer, auch der Feind wird vorbereitet sein. Wir waren ein Haufen verängstigter junger Männer. Ich war damals 18 Jahre alt. Die meisten anderen waren auch so jung. Das war unser erster Kampfeinsatz. Und wir hatten große Angst. Die alternde USS Texas wird bei der Operation Neptune als Bestandteil der Landung in der Normandie Schützenhilfe leisten. Wir kamen gegen 3 Uhr morgens vor der Normandie an. Eine Stunde vorher hatten wir noch ein schönes Roastbeef gegessen. Wir gingen an unsere Geschütze und warteten auf Befehle. An der Küste warten 6 deutsche 15,5 cm Geschütze in den Felsen über dem Omaha Beach und dem Utah Beach.
Wenn die Landung der Alliierten erfolgreich sein soll, müssen diese Geschütze ausgeschaltet werden. Am D-Day liegt die USS Texas knapp 11 Kilometer vor der französischen Küste. Über ihr dröhnen hunderte Flugzeuge, die dem Flakfeuer trotzen und Bomben sowie Fallschirmspringer nach Frankreich transportieren. Um 5.50 Uhr morgens, 40 Minuten vor der geplanten Landung der ersten alliierten Truppen, wendet sich Kapitän Charles Baker an den Mat John Edelman. Der Kapitän fragte mich, ob ich die Signalmelodie für den Beginn einer Operation kennen würde. Ich sollte auf sein Zeichen warten und dann spielen. Ich sagte, dass ich das Signal kennen würde, aber dass kein anderer auf dem Schiff es kenne. Er nickte mir zu und ich spielte. Alle mussten auf Gefechtsstation. Nun begann der D-Day auch für uns. Es war ein furchterregendes Gefühl. Ich war noch nie dabei, wenn Kanonen abgefeuert wurden. Es war ein unglaublicher Lärm. Und man spürte die gewaltige Stoßkraft und die Wirkung auf das Schiff. Um Punkt 6.24 Uhr lässt Kapitän Baker das Feuer einstellen. Die Besatzung sieht nun zu, wie die ersten Truppen sich der Küste nähern. Ich sah hunderte Landungsboote, die sich im Kreise drehten und darauf warteten, landen zu können. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass auf einem der Boote mein Bruder saß. Er war in der Army. Es war ein furchterregendes Gefühl. An Land beginnen Spezialeinheiten bereits mit der Besteigung der Felsen am Point du Yoc, um die deutschen Geschütze auszuschalten. Diese Soldaten waren noch Kinder in ihren frühen 20ern. Sie kletterten auf Strickleitern die 33 Meter hinauf, während die Deutschen auf sie hinunterschossen. Die Armeetruppen schafften es mit Hilfe des Geschützfeuers der USS Texas, den deutschen Widerstand in dieser Region zu brechen. Hinzu kam, dass die USS Texas und die anderen großen Schiffe Ärzte und Chirurgen an Bord hatten. Es gab weit und breit keine Hubschrauber und keine Lazarette. Also wurden die Männer an der Küste abgeladen und die Verletzten wieder aufgeladen. Dann wurden sie zur USS Texas und den anderen Schiffen gebracht. In den nächsten Tagen machen Feuerleitstellen an Land feindliche Ziele aus und beobachten dann, wie die USS Texas diese außer Gefecht setzt. Bunker, Maschinengewehrnester und Artilleriegeschütze kommen nicht gegen ihre 600 Kilogramm schweren Hochleistungsgeschosse an. Am 9. Juni 1944 schlossen sich mehrere deutsche Panzer für einen Angriff zusammen. Die Deutschen stellten fest, dass die 35,5 cm Geschütze nur knapp 18 Kilometer Reichweite hatten. Die Deutschen positionierten sich also genau außer Reichweite. Daraufhin beauftragte Kapitän Baker die Maschinisten damit, für eine Schlagseite zu sorgen. Sie fluteten die Antitorpedo-Einrichtungen auf einer Seite des Schiffes und sorgten so für eine Schlagseite von 3 Grad. Die Feuerhöhe des Schiffes erhöhte sich somit also auch um 3 Grad.
So vergrößerte sich die Reichweite und sie konnten die deutschen Panzer zerstören, bevor diese einen Gegenangriff starten konnten. Die USS Texas erhält den Befehl, nach Westen zu fahren, in Richtung der französischen Hafenstadt Cherbourg. Die Einnahme von Cherbourg ist für die weitere Offensive der Alliierten von großer Bedeutung. Die Geschütze in Cherbourg werden von der deutschen Heeresgruppe B bemannt, die ihre Befehle direkt vom Oberbefehlshaber Erwin Rommel entgegennimmt. Die amerikanischen Truppen wussten, dass Cherbourg von starken deutschen Artillerieeinheiten verteidigt wurde. Also hat die Army bei der Navy Unterstützung angefordert. Am 25. Juni 1944 begann die Texas also die deutschen Stellungen mit ihren 35,5 cm Granaten zu beschießen. Und die deutschen Soldaten feuerten mit 24 cm Geschossen auf die Texas. Man sah die Dinger auf sich zufliegen und wusste nicht, ob man getroffen wird oder nicht. Um uns herum schlugen überall Granaten ein. Ich hatte große Angst. Wir alle hatten Angst. Man hörte Explosionen und die Geschosse, die auf dem Wasser einschlugen. Mir wurde bewusst, dass wir die Nächsten sein konnten. Dann wurde es plötzlich leiser. Der Schreibstubenoffizier des Kapitäns sah mich an und sagte, die Nächste erwischt uns. Gleich darauf wurden wir getroffen. Mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, lief mir das Blut aus der Nase. Um mich herum hing schwarzer Rauch in der Luft und das Deck war glühend heiß durch den Einschlag der Granate. Dann hörte ich jemanden schreien. Es war der Steuermann. Er überlebte nicht. Das ist alles, an was ich mich erinnere. Ich leistete noch erste Hilfe. Man war völlig perplex danach. Die Sanitäter bringen den tödlich verwundeten Steuermann Chris Christensen ins Lazarett. Kapitän Baker führt den Kampf von einem provisorischen Posten innerhalb des Kommandoturms fort. Sie stand über 60 Mal unter schwerem Beschuss der Deutschen. Ein Wunder, dass sie nicht schon früher getroffen wurde. Die Texas hatte großes Glück. Ein Zerstörer wurde von denselben Geschützen beschossen und durch einen einzigen Treffer wurden über 20 Mann getötet. Nachdem die Texas getroffen wird, fährt sie nach England. Das alternde Schlachtschiff hat zum ersten Mal in einer Schlacht gekämpft und muss erstmals den Verlust eines Besatzungsmitglieds beklagen. Die Texas wird repariert und für ihre nächste Mission im Pazifik ausgestattet. Ihr großes Jahr setzt sich fort. Sie macht sich auf den Weg in die härteste Schlacht des Krieges. Nachdem die USS Texas eine dunkelblaue Lackierung erhalten hat, nimmt sie Kurs in den Pazifik. Sie wird Teil einer Armada der Alliierten, die vor der Küste Iwo Jimas im Schatten des Suribachi vor Anker liegt. Die trostlose Vulkaninsel ist für die amerikanischen Kriegsplaner von großer strategischer Bedeutung. Doch für die 70.000 Soldaten, die sich auf ihren Angriff vorbereiten, bedeutet die Insel vor allem Furcht. Bei Sonnenaufgang durchbrechen die Geschütze der USS Texas die morgendliche Stille. Man hörte das Donnern der Geschütze. Man spürte die Auswirkungen auf das Schiff. Es ist schwer zu beschreiben, wie es sich für uns junge Menschen anfühlte, zu wissen, dass diese Geschosse Menschen an der Küste töteten. Ich versuche selbst heute noch nicht, darüber nachzudenken.
Im Laufe der nächsten Tage beschoss die USS Texas immer wieder die japanischen Stellungen. Kapitän Baker lässt sein Schlachtschiff bis auf 2 Kilometer an die Küste heranfahren, um die feindlichen Bunker und Flakstellungen anzugreifen. Wir kamen so nah an die Küste heran, dass man die Japaner von Höhle zu Höhle rennen sehen konnte. Und während sie das taten, schlugen direkt hinter ihnen Granaten ein. Unsere Schützen wussten wirklich, was sie taten. Der Stichtag für Iwo Jima ist der 19. Februar. Die USS Texas feuert bis kurz vor 9 Uhr morgens. In diesem Moment erreicht eine erste Welle Marineinfanteristen den Strand. Es wird ein blutiger Kampf. Und so gibt die Texas den Angreifern Unterstützungsfeuer. Die Geschützbesatzungen arbeiten auf Hochtouren und löschen jeden Bunker und jedes Maschinengewehrnest aus, das sie sehen. Doch die Landungstruppen kämpfen weiterhin um jeden Zentimeter. Die Männer an Bord der Texas standen unter großer psychischer Belastung, da sie so nah am Geschehen waren. Sie sahen, wie Menschen verwundet wurden und starben. Man kann hier von einer Schuld der Überlebenden sprechen. Für die Veteranen ist es schwer, darüber zu reden. 1,5 Kilometer vor der Küste liegt der 166 Meter hohe Suribachi. Ein erloschener Vulkan, von dem gesagt wird, dass er Japan beschütze. Vom Gipfel aus schießen die japanischen 12 und 15,5 Zentimeter Geschütze 136 Kilogramm schwere Granaten auf die Soldaten und Landungsboote. Die USS Texas und weitere Schiffe versuchen, diese Stellung auszuschalten. Sie haben über 300 Granaten abgeschossen. Sie haben den Berg in Stücke gerissen. Doch die Vulkanasche hat den Beschuss erschwert, da der Boden nicht hart war. Es wurde sehr viel Sand aufgewirbelt. Die japanischen Geschütze können nicht zum Schweigen gebracht werden. Den Bodentruppen bleibt nichts anderes übrig, als den Berg zu erklimmen und ihn einzunehmen. Nach einer scheinbaren Ewigkeit spricht der Schiffsgeistliche zu den Männern. An die gesamte Besatzung schauen sie auf den Suribachi. Wir wussten nicht, was los war. Dann sahen wir die amerikanische Flagge. Wir sahen das vor uns, was auf dem berühmten Foto von Joe Rosenthal zu sehen ist. Das war ein sehr bewegender Moment. Der Kampf um Iwo Jima sollte noch Wochen dauern. Doch die USS Texas nimmt daran nicht mehr teil. Am 7. März 1945 wird sie zu Reparaturen und zur Beladung in das Caroline Atoll geschickt. Am 26. März beschießt das Schlachtschiff feindliche Stellungen auf einer anderen befestigten Insel. Dieses Mal ist es Okinawa. Am 1. April wird sie zum südöstlichen Teil der Insel geschickt und beginnt zu feuern. An der Küste konzentrieren sich die Japaner auf die voraussichtliche Landung der amerikanischen Truppen. Doch es ist ein Trick. Die Amerikaner greifen an anderer Stelle an und nutzen den Irrtum des Feindes aus. Die Texas, beinahe schon abgewrackt, hat nun an 3 der wichtigsten amphibischen Unternehmungen der amerikanischen Geschichte teilgenommen. Es ist schwer zu sagen, wie viele Amerikaner noch gestorben wären, wenn Schiffe wie die USS Texas kein Unterstützungsfeuer geboten hätten. Die 35,5 Zentimeter Geschütze, die 1914 gebaut wurden, retteten über 30 Jahre später sicher viele Amerikaner. Die Reichweite der Geschütze spielte dabei eine große Rolle. Durch die Möglichkeit, aus über 20 Kilometern Entfernung zu feuern, konnte sie vielen Gefahren ausweichen. Doch bei Okinawa war die USS Texas der Gefahr der japanischen Kamikaze-Piloten ausgesetzt. Das war sehr beängstigend. Diese Männer waren dazu entschlossen, selbst zu sterben, wenn dadurch Feinde getötet werden konnten. Eines Morgens attackierten uns 3 Kamikaze-Piloten. Sie flogen über einen Berg und dann sehr tief.
Man konnte sie nicht mit dem Radar erfassen. Wir manövrierten das Schiff hart Backbord. Und so hatten wir die gesamte Breitseite, um auf sie zu schießen. Diese Attacken waren verheerend für die amerikanische Flotte. Die USS Texas wurde nie getroffen, aber einige Flieger kamen sehr nah an sie heran. Eines kam sogar so nah, dass Teile des Flugzeugs auf dem Deck landeten, nachdem es abgeschossen wurde. Im August 1945 fährt die Texas in den Golf von Leyte auf den Philippinen ein, um sich auf die Invasion Japans vorzubereiten. Am Abend des 15. August, als die Männer sich gerade einen Film ansehen wollen, unterbricht sie Kapitän Baker. Die Lichter gingen an und der Kapitän sprach zu uns. Hier spricht der Kapitän, der Krieg ist vorbei. Damit war für uns auch der Film vorbei. Alle jubelten und wir kletterten auf die Scheinwerfer. Wir liefen in die Kombüse und holten uns Kaffee und Kuchen. Sie verschenkten alles. Wir haben uns sofort alle hingesetzt, um unseren Status zu klären. Ich hatte genügend Punkte gesammelt, also konnte ich nach der Heimkehr aus der Armee ausscheiden. Das war ein sehr glücklicher Moment in meinem Leben. Die über 30 Jahre alte USS Texas, ein Veteran des Ersten Weltkriegs, war schon zweimal für den Schrottplatz vorgesehen. Nun hat sie noch einen weiteren Weltkrieg überstanden. Dieses Stück Technologie hatte von den frühen Tagen der Luftfahrt an bis zum Beginn des nuklearen Zeitalters Bestand und hat soziale, geografische, politische und ökonomische Veränderungen miterlebt. Dieses fantastische Schiff hat eine phänomenale Karriere hinter sich. Am 21. April 1948 wird auf der Texas ein Museum eröffnet. 40 Jahre später kehrt das mittlerweile 76 Jahre alte Schiff zur Restaurierung auf das Trockendock zurück. Im Sommer 1990 wird die USS Texas wieder eröffnet, als schwimmendes Museum. Sie ist das einzig erhaltene amerikanische Schlachtschiff, das an beiden Weltkriegen beteiligt war. Ich bin stolz auf sie. Und ich hatte viel Spaß auf ihr. Wir waren etwa 390 Tage dem Unheil ausgesetzt. Doch selbst damals hatten wir schöne Zeiten. Ich glaube, wir hatten die beste Besatzung, die man haben konnte. Was auch passierte, wir hielten zusammen. Wir arbeiteten zusammen. Es gab keinerlei Probleme. Ich habe dort Erfahrungen gemacht, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Ich hoffe, sie schwimmt noch 100 Jahre. Es ist ein wundervolles Schiff. Und solange ich kann, werde ich sie immer wieder besuchen. mm Geschosse und 4 53 cm Torpedorohre. Doch die wichtigste Aufgabe der Besatzung dreht sich um die Bedienung der eindrucksvollsten Geschütze der USS Texas. Ihre doppelläufigen 35,5 cm Geschütze haben eine solche Feuerkraft, dass sie über 600 kg schwere Geschosse an die 20 km weit schießen können. Eine ernste Bedrohung für alles und jeden entlang den Küsten. Die Marine konnte also nun Geschosse bis zu 20 Kilometer landeinwärts schießen. Diese Geschosse hinterließen 3 Meter tiefe Löcher von der Größe eines Basketballfeldes. Als die Texas 1914 in Dienst gestellt wurde, waren ihre 35,5 cm Geschütze die größten Kanonen weltweit. Sie war die gefährlichste Waffe der Welt. Doch ihre unangefochtene Überlegenheit ist von kurzer Dauer.
Nur ein Jahr später beginnt die britische Marine mit dem Bau von Kriegsschiffen, die größer und schneller sind und die 38 cm Geschütze tragen. Auch wenn die USS Texas nun nicht mehr das mächtigste Schlachtschiff ist, so bleibt sie doch eine beeindruckende Waffe. Und sie sollte ihr Können bald unter Beweis stellen. Am 21. April 1914 kommt es zu Kampfhandlungen in der mexikanischen Hafenstadt Veracruz. 22 amerikanische Seeleute und Marineinfanteristen sterben. Um die amerikanischen Interessen zu wahren und als Zeichen des Protestes, entsendet der Präsident daraufhin die USS Texas als Teil einer Seeblockade nach Veracruz. Sobald ein Geschwader Schlachtschiffe mit 35,5 cm Geschützen auftaucht, hören fremde Regierungen plötzlich zu. Das ist Kanonenbootdiplomatie. Die USS Texas liegt etwa 2 Monate vor Veracruz. Sie feuert keinen einzigen Schuss ab. Als sich die Spannungen legen, kehrt das amerikanische Big Stick Schlachtschiff zurück nach Hause. Im August 1914 bricht in Europa der Erste Weltkrieg aus. In der Nordsee errichtet die britische Grand Fleet eine Seeblockade vor den deutschen Häfen. Größe und Kraft der Flotte erweisen sich als eine effektive Abschreckung. Doch am 31. Mai 1916 beginnt die deutsche Kriegsmarine mit dem Gegenschlag. Während der 2 Tage dauernden Skagerrak-Schlacht fügen die deutschen Schiffe den Briten großen... Die Besatzung der Texas zeigte, wozu sie imstande war. Das jahrelange Training und die technischen Neuerungen machten sich bezahlt. Die Invasion 1942 wurde ein Erfolg. Nach der Einstellung der Kampfhandlungen besuchen einige Soldaten und Offiziere der Army die USS Texas. Plötzlich läuft einer der Offiziere zu Geschützturm Nummer 3, klettert die Leiter empor und küsst das riesige Geschützrohr. Einige Besatzungsmitglieder fragten ihn, was er denn da mache. Er sagte, dieses Schiff habe ihm das Leben gerettet. Seine Einheit wurde von feindlichen Panzern angegriffen. Und die 35,5 cm Geschosse der USS Texas zerstörten viele davon und zwangen die restlichen in die Flucht. Die USS Texas hat bewiesen, dass sie nicht zu alt oder überholt ist. Trotzdem eskortiert sie in den nächsten 16 Monaten wieder nur Handelsschiffe über den Atlantik. Dieser Geleitschutz scheint keine aufregende Aufgabe gewesen zu sein. Die neuen, schnelleren Schlachtschiffe, wie die der Iowa-Klasse, die 40,6 cm Geschütze an Bord hatten, fuhren in den Pazifik. Sie eskortierten Flugzeugträger, da sie mit ihnen mithalten konnten. Es war also eine ironische Wendung des Schicksals, dass gerade dieses alte Schiff beim gewaltigsten Angriff in der Geschichte der amphibischen Kriegsführung Schützenhilfe leistete. Am Morgen des 31. Mai 1944, 6 Tage vor dem D-Day, gibt Kapitän Baker Befehl zur Isolierung der USS Texas. Keine Landkontakte mehr. Dann teilt er seinen Männern mit, dass der große Moment, auf den sie alle gewartet haben, bald kommen werde. Das Schiff muss auf die Kampfhandlungen vorbereitet werden. Kapitän Baker warnt seine Männer, auch der Feind wird vorbereitet sein. Wir waren ein Haufen verängstigter junger Männer. Ich war damals 18 Jahre alt. Die meisten anderen waren auch so jung. Das war unser erster Kampfeinsatz und wir hatten große Angst. Die alternde USS Texas wird bei der Operation Neptune als Bestandteil der Landung in der Normandie Schützenhilfe leisten. Wir kamen gegen 3 Uhr morgens vor der Normandie, unterstützten die Vereinigten Staaten, zunehmend die Alliierten.
also Großbritannien und Frankreich. Und sie eskortierten Handelsschiffskonvois aus den USA und Kanada nach England. Aufgrund ihres Alters und ihrer Positionierung auf dem Atlantik kam ihr in den ersten Kriegsjahren die Aufgabe zu, Konvois zu schützen. Eine sehr gefährliche Aufgabe. Am 20. Juni 1941, 6 Monate vor dem Angriff auf Pearl Harbor und Amerikas Kriegseintritt, verfolgt ein deutsches U-Boot den Konvoi, genauer gesagt die USS Texas. Man beobachtet mehrere Stunden lang die Amerikaner, die nichts von der Gefahr ahnen, die unter ihnen lauert. Die U-Boot-Besatzung sendet einen Funkspruch an ihre Kommandeure in Deutschland. Sie hat die USS Texas in Sicht und erbittet Erlaubnis zu feuern. Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eskortiert die USS Texas zusammen mit weiteren Kriegsschiffen Konvois über den Atlantik. Einige der Schiffe werden versenkt, darunter der Zerstörer Reuben James, auf der 115 Seeleute den Tod finden. Die Erklärung von deutscher Seite fällt knapp aus. Wer nachts die Bahngleise überquert, darf sich nicht wundern, wenn er von einem Schnellzug überrollt wird. Die USS Texas ist solch einem Angriff nur wenige Monate zuvor knapp entkommen. Im Juni 1941 wurde sie von einem deutschen U-Boot verfolgt. Der U-Boot-Kommandant hatte sie schon anvisiert, doch das Oberkommando in Deutschland erteilte keine Feuererlaubnis. Die Deutschen wollten Amerika nicht früher als nötig in den Krieg hineinziehen. Ob die mit Stahl gepanzerte USS Texas den Angriff eines deutschen U-Bootes überstanden hätte, kann niemand beantworten. Ihr bleibt vorerst jedes Unglück erspart. Sie liegt in Portland, Maine, vor Anker, als der Angriff auf Pearl Harbor die Amerikaner in den Krieg hineinzieht. Die Besatzung der USS Texas verbringt die nächsten Monate. Ihre gewaltigen 35,5 cm Geschütze beschießen ununterbrochen die deutschen Artilleriestellungen, welche die Landung der Alliierten verhindern sollen. Unter Deck lädt die Besatzung die Geschütze immer wieder nach. Es blieb überhaupt keine Zeit, sich mit den anderen Männern zu unterhalten. Wir haben einfach alle nur unsere Arbeit erledigt. Man konnte nichts mehr hören. Der Lärm war unbeschreiblich. Während das Schlachtschiff Texas weiter seine bunkerbrechenden, fast 600 Kilogramm schweren Geschosse abfeuert, bewegen sich hunderte Landungsboote auf die Küste zu. Viele von ihnen werden schon jetzt versenkt. Dabei kommen tausende Soldaten ums Leben. Ausrüstung und Panzer landen auf dem Grund des Ärmelkanals. Die USS Texas und andere Schlachtschiffe der Alliierten nähern sich der Küste. Die Anzahl der feindlichen Ziele vergrößert sich und die Wirkungskraft der Kanonen nimmt weiter zu. Immer neue Wellen von Soldaten erreichen den Abschnitt Omaha Beach und arbeiten sich unter dem Feuerschutz der USS Texas voran. Die moderne US Navy entsteht im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts.
Präsident Theodore Roosevelt glaubt, dass eine große Nation eine große Kriegsmarine braucht. Roosevelt und der Kongress stellen finanzielle Mittel zur Verfügung, um den Bau von 16 neuen Schlachtschiffen zu gewährleisten. Abgesehen von vergoldeten Beschlägen werden sie komplett weiß gestrichen. Man nennt sie die Große Weiße Flotte. Theodore Roosevelt sorgte dafür, dass jedes Jahr 2 bis 4 neue Schlachtschiffe gebaut wurden. Die US-Kriegsmarine sollte Weltklasse erreichen und nicht nur zur Verteidigung der Küste dienen, wie im Spanisch-Amerikanischen Krieg. The Spanish-American War. 1910 werden finanzielle Mittel für 2 neue Schlachtschiffe genehmigt, die USS New York und die USS Texas. Sie sollen die mächtigsten Kriegsschiffe der Welt werden. Der Bau der USS Texas beginnt 1911, in der Werft Nordafrika aufbricht. Es soll ihr erster richtiger Kampfeinsatz werden. Die ersten amerikanischen Truppen gehen um 5.30 Uhr an Land. Doch erst am frühen Nachmittag kommt der Befehl, ein feindliches Munitionslager zu zerstören. Die Texas schießt 59 Granaten ab und zerstört ihr erstes Ziel. Es folgen weitere Befehle und sie greift wieder an. Artilleriestellungen, Gebäude und Straßenkreuzungen werden zerstört. Die Geschütze der Texas helfen auch bei der Abwehr feindlicher Gegenangriffe auf amerikanische Truppen. Die Operation vor der Küste Nordafrikas war für die Texas sehr interessant. Amerika wurde bis dahin von den Alliierten eher als ein Vorratsdepot angesehen und nicht als eine Streitmacht. Die Besatzung der Texas zeigte, wozu sie imstande war. Das jahrelange Training und die technischen Neuerungen machten sich bezahlt. Die Invasion 1942 wurde ein Erfolg. Nach der Einstellung der Kampfhandlungen besuchen einige Soldaten und Offiziere der Army die USS Texas. Plötzlich läuft einer der Offiziere zu Geschützturm Nummer 3, klettert die Leiter empor und küsst das riesige Geschützrohr. Einige Besatzungsmitglieder fragten ihn, was er denn da mache. Er sagte, dieses Schiff habe ihm das Leben gerettet. Seine Einheit wurde von feindlichen Panzern angegriffen und die 35,5 cm Geschosse der USS Texas zerstörten viele davon und zwangen die restlichen in die Flucht. Die USS Texas hat bewiesen, dass sie nicht zu alt oder überholt ist. Trotzdem eskortiert sie in den nächsten 16 Monaten wieder nur Handelsschiffe über den Atlantik. Dieser Geleitschutz scheint keine aufregende Aufgabe gewesen zu sein. Die neuen, schnelleren Schlachtschiffe, wie die der Iowa-Klasse, die 40,6 cm Geschütze an Bord hatten, fuhren in den Pazifik. Sie eskortierten Flugzeugträger, da sie mit ihnen mithalten konnten. Es war also eine ironische Wendung des Schicksals, dass gerade dieses alte Schiff beim gewaltigsten Angriff in der Geschichte der amphibischen Kriegsführung Schützenhilfe leistete. Und läuft in einem Geleitzug Richtung Norwegen aus. Während der Fahrt sichten Matrosen ein U-Boot-Periskop genau in dem Moment, als ein Torpedo zwischen 2 der amerikanischen Kriegsschiffe hindurchschießt. Ihre Geschütze feuern. Zerstörer eilen zum Schauplatz und werfen Wasserbomben ab. Das U-Boot verschwindet mit ungewissem Schicksal. Der Erste Weltkrieg endet mit der Unterzeichnung eines Waffenstillstandabkommens am 11. November 1918. Die Seeleute der Grand Fleet feiern, während Leuchtraketen den Himmel erhellen.
Am 20. November fahren britische und amerikanische Schiffe in die Nordsee. Um 8.25 Uhr passiert die deutsche Hochseeflotte die alliierten Reihen, um ihre Kapitulation offiziell zu akzeptieren. Nach Kriegsende kehrt die Texas zurück in den Hafen von New York, wo eine Feier stattfindet, wie sie die Stadt noch nicht gesehen hat. Doch am Horizont zeichnet sich ein Krieg ab, der für die USS Texas weitaus gefährlicher sein wird. Ihr einschüchternder Anblick wird nicht mehr ausreichen, um sie vor blutigen Kämpfen zu bewahren. Ihre Feinde werden jedoch bald entdecken, wie tödlich sie sein kann. In den Monaten nach dem Ersten Weltkrieg wird die USS Texas für bahnbrechende Experimente ausgewählt. Während sie in Guantanamo Bay auf Kuba stationiert ist, wird eine große Plattform über Geschützturm Nummer 2 errichtet. Dann wird eine britische Sopwith F1 an Bord gebracht. Am 9. März 1919 rollt das Flugzeug unter dem Kommando von Kapitänleutnant Edward McDonnell von der Plattform und fliegt. Das Experiment ist ein voller Erfolg. Die Texas geht in die Geschichte ein als erstes amerikanisches Schiff, von dem aus ein Flugzeug gestartet ist. In der Folgezeit des Ersten Weltkriegs findet ein Flottenrüstungswettlauf zwischen den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan statt. In besorgniserregender Geschwindigkeit. Der Stichtag für Iwo Jima ist der 19. Februar. Die USS Texas feuert bis kurz vor 9 Uhr morgens. In diesem Moment erreicht eine erste Welle Marineinfanteristen den Strand. Es wird ein blutiger Kampf. Und so gibt die Texas den Angreifern Unterstützungsfeuer. Die Geschützbesatzungen arbeiten auf Hochtouren und löschen jeden Bunker und jedes Maschinengewehrnest aus, das sie sehen. Doch die Landungstruppen kämpfen weiterhin um jeden Zentimeter. Die Männer an Bord der Texas standen unter großer psychischer Belastung, da sie so nah am Geschehen waren. Sie sahen, wie Menschen verwundet wurden und starben. Man kann hier von einer Schuld der Überlebenden sprechen. Für die Veteranen ist es schwer, darüber zu reden. 1,5 Kilometer vor der Küste liegt der 166 Meter hohe Suribachi. Ein erloschener Vulkan, von dem gesagt wird, dass er Japan beschütze. Vom Gipfel aus schießen die japanischen 12 und 15,5 Zentimeter Geschütze 136 Kilogramm schwere Granaten auf die Soldaten und Landungsboote. Die USS Texas und weitere Schiffe versuchen, diese Stellung auszuschalten. Sie haben über 300 Granaten abgeschossen. Sie haben den Berg in Stücke gerissen. Doch die Vulkanasche hat den Beschuss erschwert, da der Boden nicht hart war. Es wurde sehr viel Sand aufgewirbelt. Die japanischen Geschütze können nicht zum Schweigen gebracht werden. Den Bodentruppen bleibt nichts anderes übrig, als den Berg zu erklimmen und ihn einzunehmen. Nach einer scheinbaren Ewigkeit spricht der Schiffsgeistliche zu den Männern. An die gesamte Besatzung schauen sie auf den Suribachi. Wir wussten nicht, was los war. Dann sahen wir die amerikanische Flagge. Wir sahen das vor uns, was auf dem berühmten Foto von Joe Rosenthal zu sehen ist. Das war ein sehr bewegender Moment. Der Kampf um Iwo Jima sollte noch Wochen dauern. Doch die USS Texas nimmt daran nicht mehr teil. Am 7. März 1945 wird sie zu Reparaturen und zur Beladung in das Caroline Atoll geschickt. Am 26. März beschießt das Schlachtschiff feindliche Stellungen auf einer anderen befestigten Insel. Dieses Mal ist es Okinawa. Am 1. April wird sie zum südöstlichen Teil der Insel geschickt und beginnt zu feuern.
An der Küste konzentrieren sich die Japaner auf die voraussichtliche Landung der amerikanischen Kriegsschiffe hindurchschießt. Ihre Geschütze feuern. Zerstörer eilen zum Schauplatz und werfen Wasserbomben ab. Das U-Boot verschwindet mit ungewissem Schicksal. Der Erste Weltkrieg endet mit der Unterzeichnung eines Waffenstillstandabkommens am 11. November 1918. Die Seeleute der Grand Fleet feiern, während Leuchtraketen den Himmel erhellen. Am 20. November fahren britische und amerikanische Schiffe in die Nordsee. Um 8.25 Uhr passiert die deutsche Hochseeflotte die alliierten Reihen, um ihre Kapitulation offiziell zu akzeptieren. Nach Kriegsende kehrt die Texas zurück in den Hafen von New York, wo eine Feier stattfindet, wie sie die Stadt noch nicht gesehen hat. Doch am Horizont zeichnet sich ein Krieg ab, der für die USS Texas weitaus gefährlicher sein wird. Ihr einschüchternder Anblick wird nicht mehr ausreichen, um sie vor blutigen Kämpfen zu bewahren. Ihre Feinde werden jedoch bald entdecken, wie tödlich sie sein kann. In den Monaten nach dem Ersten Weltkrieg wird die USS Texas für bahnbrechende Experimente ausgewählt. Während sie in Guantanamo Bay auf Kuba stationiert ist, wird eine große Plattform über Geschützturm Nummer 2 errichtet. Dann wird eine britische Sopwith F1 an Bord gebracht. Am 9. März 1919 rollt das Flugzeug unter dem Kommando von Kapitänleutnant Edward McDonnell von der Plattform und fliegt. Das Experiment ist ein voller Erfolg. Die Texas geht in die Geschichte ein, als erstes amerikanisches Schiff, von dem aus ein Flugzeug gestartet ist. In der Folgezeit des Ersten Weltkriegs findet ein Flottenrüstungswettlauf zwischen den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan statt. In besorgniserregender Geschwindigkeit. Schlachtschiffe sind sehr teuer. Viele meinten, dass das Geld für andere Dinge verwendet werden sollte. Also berief Präsident Harding die Washington Naval Conference ein. Die größten Seemächte. Ernste Bedrohung für alles und jeden entlang den Küsten. Die Marine konnte also nun Geschosse bis zu 20 Kilometer landeinwärts schießen. Diese Geschosse hinterließen 3 Meter tiefe Löcher von der Größe eines Basketballfeldes. Als die Texas 1914 in Dienst gestellt wurde, waren ihre 35,5 cm Geschütze die größten Kanonen weltweit. Sie war die gefährlichste Waffe der Welt. Doch ihre unangefochtene Überlegenheit ist von kurzer Dauer. Nur ein Jahr später beginnt die britische Marine mit dem Bau von Kriegsschiffen, die größer und schneller sind und die 38 cm Geschütze tragen. Auch wenn die USS Texas nun nicht mehr das mächtigste Schlachtschiff ist, so bleibt sie doch eine beeindruckende Waffe. Und sie sollte ihr Können bald unter Beweis stellen. Am 21. April 1914 kommt es zu Kampfhandlungen in der mexikanischen Hafenstadt Veracruz. 22 amerikanische Seeleute und Marineinfanteristen sterben. Um die amerikanischen Interessen zu wahren und als Zeichen des Protestes, entsendet der Präsident daraufhin die USS Texas als Teil einer Seeblockade nach Veracruz. Sobald ein Geschwader Schlachtschiffe mit 35,5 cm Geschützen auftaucht, hören fremde Regierungen plötzlich zu. Das ist Kanonenbootdiplomatie. Die USS Texas liegt etwa 2 Monate vor Veracruz. Sie feuert keinen einzigen Schuss ab. Als sich die Spannungen legen, kehrt das amerikanische Big Stick-Schlachtschiff zurück nach Hause.
Im August 1914 bricht in Europa der Erste Weltkrieg aus. In der Nordsee errichtet die britische Grand Fleet eine Seeblockade vor den deutschen Häfen. Größe und Kraft der Flotte erweisen sich als eine effektive Abschreckung. Doch am 31. Mai 1916 beginnt die deutsche Kriegsmarine mit dem Gegenschlag. Während der zwei Tage dauernden Skagerrak-Schlacht fügen die deutschen Schiffe den Briten großen Schaden zu. Doch lässt sich darüber streiten, wer als Sieger aus der Schlacht hervorging. Die deutsche Marine zieht sich in ihre Häfen zurück und konzentriert sich auf die Verstärkung der U-Boot-Flotte. Auf der anderen Seite des Atlantiks kann die Besatzung der USS Texas nur darüber spekulieren, wie sie sich in einer der größten Seeschlachten aller Zeiten geschlagen hätte. Den Kampf von einem provisorischen Posten innerhalb des Kommandoturms fort. Sie stand über 60 Mal unter schwerem Beschuss der Deutschen. Ein Wunder, dass sie nicht schon früher getroffen wurde. Die Texas hatte großes Glück. Ein Zerstörer wurde von denselben Geschützen beschossen und durch einen einzigen Treffer wurden über 20 Mann getötet. Nachdem die Texas getroffen wird, fährt sie nach England. Das alternde Schlachtschiff hat zum ersten Mal in einer Schlacht gekämpft und muss erstmals den Verlust eines Besatzungsmitglieds beklagen. Die Texas wird repariert und für ihre nächste Mission im Pazifik ausgestattet. Ihr großes Jahr setzt sich fort. Sie macht sich auf den Weg in die härteste Schlacht des Krieges. Nachdem die USS Texas eine dunkelblaue Lackierung erhalten hat, nimmt sie Kurs in den Pazifik. Sie wird Teil einer Armada der Alliierten, die vor der Küste Iwo Jimas im Schatten des Suribachi vor Anker liegt. Die trostlose Vulkaninsel ist für die amerikanischen Kriegsplaner von großer strategischer Bedeutung. Doch für die 70.000 Soldaten, die sich auf ihren Angriff vorbereiten, bedeutet die Insel vor allem Furcht. Bei Sonnenaufgang durchbrechen die Geschütze der USS Texas die morgendliche Stille. Man hörte das Donnern der Geschütze. Man spürte die Auswirkungen auf das Schiff. Es ist schwer zu beschreiben, wie es sich für uns junge Menschen anfühlte, zu wissen, dass diese Geschosse Menschen an der Küste töteten. Ich versuche selbst heute noch nicht, darüber nachzudenken. Im Laufe der nächsten Tage beschoss die USS Texas immer wieder die japanischen Stellungen. Kapitän Baker lässt sein Schlachtschiff bis auf 2 Kilometer an die Küste heranfahren, um die feindlichen Bunker und Flakstellungen anzugreifen. Wir kamen so nah an die Küste heran, dass man die Japaner von Höhle zu Höhle rennen sehen konnte. Und während sie das taten, schlugen direkt hinter ihnen Granaten ein. Unsere Schützen wussten wirklich, was sie taten. Der Stichtag für Iwo Jima ist der 19. Februar. Die USS Texas feuert bis kurz vor 9 Uhr morgens. In diesem Moment erreicht eine erste Welle Marineinfanteristen den Strand. Es wird ein blutiger Kampf. Und so gibt die Texas den Angreifern Unterstützungsfeuer. Die Geschützbesatzungen arbeiten auf Hochtouren und löschen jeden.